Welche Rolle spielte Uli Hoeneß bei der damaligen Entlassung von Julian Nagelsmann? Die ganze Wahrheit und warum Nagelsmann sich jetzt wohl auch gegen den FC Bayern München entschieden hat, gleich hier in diesem Video. Zudem gab es jetzt ein 60 Millionen Euro Angebot für einen Star vom FC Barcelona. Welcher Spieler war das und warum wurde es abgelehnt? Zudem ein neuer Plan rund um Timo Werner. Wie geht es weiter nach seiner Leihe an Tottenham Hotspurs? Und Erik ten Hag, er äußert sich rund um Jadon Sancho und ein potenzielles Comeback bei Manchester United. Ihr merkt, einiges los hier international, deswegen gehen wir gleich rein. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um keine Fußball-News mehr aus aller Welt zu verpassen. Und supportet natürlich gerne auch auf meinem Hauptkanal Budi_Insight oder damit auch auf Instagram zu erreichen. Aber damit gehen wir direkt rein ins erste Thema. Uli Hoeneß, welche Rolle spielte er letztes Jahr bei der Nagelsmann-Entlassung wirklich? Denn öffentlich, da hat Uli Hoeneß die komplette Schuld von sich gewiesen. Die Nagelsmann-Entlassung wäre rein auf dem Mist von Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić gefallen. Also das wäre nur auf den ihren Mist gewachsen. Und den Trainer hat er nicht ausgetauscht, was auch nicht so klug war, dass man das gemacht hat, sagte Uli Hoeneß damals im Oktober. Jetzt hat aber sich auch Oliver Kahn zu Wort gemeldet und gesagt, naja, so ist es wohl wirklich nicht. Denn so wie Hoeneß das darstellt, das kann so nicht sein. Solche wichtigen Entscheidungen, die hat man immer abgesprochen. Und auch die Bild bestätigt das ein bisschen. Eine Entscheidung wie eine Trainerentlassung, die würde niemals irgendeiner beim FC Bayern München entscheiden, ohne am Tegernsee vorstellig zu werden, ohne auch Herbert Hainer zu informieren, denn auch der sagte ja, na, das ging so ein bisschen an ihm vorbei. Er wurde eigentlich erst darüber entschieden, dass das jetzt hier so informiert wurde. Also da gab es jetzt immer wieder verschiedene Szenarien. Die Bild hält da so ein bisschen mehr zu Oliver Kahn. Der sagte, nee, so eine Entscheidung, die trifft man gemeinsam, da muss man die Leute, den Aufsichtsrat und so weiter mit einbeziehen. Und Herbert Hainer und Uli Hoeneß, die sagten eher so, naja, also die kamen halt, haben gesagt, der wird entlassen und da gab es auch keinen Raum mehr zur Diskussion, sondern es war, nee, das machen wir jetzt und der wird entlassen, das haben wir schon entschieden, wir wollen euch eigentlich nur noch informieren. Da gibt es auf jeden Fall Uneinigkeit. Das könnt ihr euch selber einordnen, wie ihr das Ganze seht. Aber das hat vermutlich jetzt auch tatsächlich etwas mit der Absage von Julian Nagelsmann zu tun. Denn Julian Nagelsmann galt als wirklich sehr, 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 sehr wichtiger, großer Kandidat beim FC Bayern München. Man wollte ihn holen, man hat sich entschieden, er soll wieder zurückkommen. Eine Rückkehr, die war eigentlich gefühlt schon fast perfekt, denn auch Julian Nagelsmann hatte Bock. Aber er hat sich dann dagegen entschieden und für eine Verlängerung beim DFB. Was war der Hintergrund? Der Hintergrund ist wohl ganz klar, das muss man so sagen, dass nicht jeder beim FC Bayern München so ein großer Fan von Nagelsmann war. Zum Beispiel Karl-Heinz Rummenigge galt so ein bisschen als gespaltener Meinung zum ganzen Thema. Und vor allem ging es auch natürlich darum, ja, wenn jetzt nicht jeder beim FC Bayern München schon von Julian Nagelsmann überzeugt ist und man solch eine Hammerrückkehr machen will, dann ist es vielleicht nicht das richtige Umfeld. Also die Bayern haben es sich da wohl selber bei Nagelsmann verscherzt und ich kann das komplett nachvollziehen. Wenn du so eine Rückkehr machen willst bei einem Club, der dich rausgeworfen hat, der damit auch irgendwo vielleicht das Vertrauen in dich schon einmal verloren hat, dann müssen da alle hinter dir stehen. Dann muss der gesamte Verein sagen, ja, wir wollen den Jungen zurückhaben. Wir haben einen Fehler gemacht. Es tut uns leid, Julian, das war die falsche Entscheidung. Wir hätten dich behalten sollen. Aber das war anscheinend nicht bereit, jeder zu sagen. Von daher kann ich diese Entscheidung von Nagelsmann absolut nachvollziehen. Wie seht ihr das? Eure Meinung dazu? Gerne in die Kommentare. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Beim FC Barcelona gab es wohl ein 60 Millionen Euro Angebot für Rafinha. Das hat jetzt die spanische Zeitung Sport berichtet. Demnach hat ein Premier League Club, der nicht genauer genannt wird, ein Angebot an die Katalanen geschickt. Welcher Club und so weiter und so fort, wie gesagt, das wird nicht gesagt. 60 Millionen Euro ist aber eine ganze Menge, muss also mal zumindest mal ein gut betuchter Club aus der Premier League gewesen sein. Die Blaugrana, der FC Barcelona, hat das Angebot aber direkt abgelehnt. Man hat gesagt, nee, den wollen wir nicht haben. 60 Millionen Euro ist zu wenig. Ab 80 Millionen Euro können wir darüber sprechen, Rafinha vielleicht ziehen zu lassen. Man weiß natürlich auch, zum Beispiel gibt es den ein oder anderen Club aus Saudi-Arabien, die Interesse an Rafinha haben. Da würde man dann deutlich mehr Geld bekommen. Man könnte sich auch vorstellen, den 27-jährigen Brasilianer zu verkaufen. Aber das müsste schon ein echtes Hammerangebot sein. Er kam ja in 22, meine ich, für ungefähr 50 Millionen Euro von Leeds United. Hat bislang keine so verkehrten Leistungen gezeigt. In 31 Partien beispielsweise kommt er auf 8 Tore, 10 Vorlagen. Das ist nicht schlecht, aber natürlich auch jetzt nicht mega gut. Man ist auf den Flügeln eigentlich ganz gut besetzt mit
Lamal Jamal, hat man jetzt ja auch wieder ein junges Talent, der da auch gut spielen kann. Von daher wäre man grundsätzlich auch bereit, einen Rafinha gehen zu lassen, wenn eben ein echtes Hammerangebot eintrudeln würde. Das also zu diesem Thema und damit kommen wir auch schon zu einem weiteren Thema. Wie geht es weiter mit Timo Werner bei Tottenham Hotspurs? Wie jetzt das Portal HiETC berichtet, ist es wohl so, dass Tottenham die 17 Millionen Euro Kaufklausel nicht ziehen möchte. Aber sie wollen den Spieler doch gerne halten. Da fragt euch jetzt, hä, was ist da los? Grundsätzlich ist er ja mit dieser Kaufklausel, mit dieser Kaufoption an Tottenham von RB Leipzig verliehen. Man möchte jetzt wohl eine erneute Leihe bei RB Leipzig anfragen, wäre grundsätzlich auch möglich, denn dann wäre Timo Werner noch, wenn die Leihe ausläuft, in 25 noch bis 26 an Leipzig gebunden. Also man könnte rein rechtlich zum Beispiel diese Leihe auch machen. Spurs-Trainer Ante Postecoglou, der hat auch dem Netz erst gesagt, dass er sehr zufrieden ist mit Timo Werner und sehr froh, dass er sich im Winter dazu entschlossen hat, da mit hinzukommen. Die Frage ist natürlich, wird RB Leipzig jetzt hier einer erneuten Leihe zustimmen? Wie gesagt, dann hätte man dieses Problem. In 25 ist er dann theoretisch noch ein Jahr bei Leipzig. Dass er nochmal bei Leipzig irgendwie einschlägt oder sonst irgendwas, das gilt jetzt äußerst unwahrscheinlich. Timo Werner möchte eigentlich auch nicht zurück zu den Sachsen. Er möchte eigentlich in der Premier League bleiben. Die Frage ist, ist eine Leihe quasi genug? Denn das ist, muss man sich überlegen, das ist jetzt nicht ganz so safe. Also vielleicht eine Leihe mit irgendeiner Kaufpflicht mit dabei, wenn er so und so viele Einsätze macht. Das könnte man sich alles überlegen. Ich denke, Timo Werner wäre auch ein fester Transfer, gerade allein für die Planungssicherheit. Viel, viel interessanter für ihn auch. Aber wie gesagt, da ist das letzte Wörtchen noch nicht gesprochen. Die Verhandlungen gehen weiter. Aber dass Timo Werner hier im Sommer einen neuen Club findet oder zumindest mal irgendwo anders hinwechselt, das gilt eigentlich als sicher. Denn eine Zukunft bei seinem jetzigen Club bei den Sachsen bei Leipzig wird er wohl nicht haben. Dann kommen wir auch schon zum letzten Thema. Jadon Sancho, er spielt aktuell keinen schlechten Ball. Er hat eine entscheidende Rolle gespielt bei Dortmunds Einzug ins Halbfinale der Champions League gegen Atletico Madrid. Hat es damit natürlich viel weiter geschafft als sein eigentlicher Club, wo er normal spielt, nämlich Manchester United. Und da hat sich jetzt auch der Trainer Erik Den Haag ja jetzt mal wieder geäußert und auch gesagt, ja, gute Leistungen. Und er sagte, natürlich verfolge ich den internationalen Fußball und unsere Leihspieler bei anderen Vereinen. Dortmund gegen Atletico war ein fantastisches Spiel, es war eine tolle Leistung des BVB, was auch für Jadon eine gute Nachricht ist. Er hat seinen Beitrag zu Dortmunds Erfolg geleistet. Und da wurde er natürlich auch gefragt, ändert das jetzt so ein bisschen die Einstellung zu Sancho? Wie geht es mit Sancho im Old Trafford? Kann er nochmal zurückkommen? Da sagt Erik Den Haag, nein. Aber wir wissen, dass Jadon Sancho ein fantastischer Fußballer ist. Das ist keine Überraschung für uns. Das ist nicht das Thema. Es ist ja der Hintergrund, dass sich Jadon Sancho wirklich komplett überworfen hat mit Erik Den Haag. Er fordert da eine Entschuldigung, die wollte Sancho nicht geben. Da haben wirklich das Tuch zwischen den beiden Parteien ist hier wirklich komplett zerschnitten. Das ist wohl so. Und er hat ihn damals nicht mal mehr ins Training mit reingelassen. Er durfte, glaube ich, nicht mal mehr bei der zweiten Mannschaft trainieren, musste sich dann selber irgendwie fit halten. Und seit seiner Leihe zu Borussia Dortmund läuft es wieder viel, viel besser für Jadon Sancho. Aber es scheint wirklich so, dass das nichts an der Zukunft ändert. Die guten Leistungen United mit Erik Den Haag als Trainer wird ihn nicht bekommen. Und es ist auch sehr wahrscheinlich, dass Jadon Sancho gar nicht zurück will zu United, solange Erik Den Haag dort noch Trainer ist. Zumindest ist das so das, was ich jetzt hier aktuell so aus den englischen Medien mitbekomme. Und da interessiert mich natürlich auch eure Meinung. Ich persönlich sage Erik Den Haag, ob der noch so lange Trainer ist bei United, das sei jetzt mal dahingestellt. Trotzdem muss man das natürlich im Auge behalten. Ich halte euch da wie immer auch auf dem Laufenden, sollte es da etwas Neues geben. Das war's von mir hier auf dem Zweitkanal. Lasst wie gesagt ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Ich konnte jetzt das letzte Video leider gestern und vorgestern nichts bringen. Deswegen heute wieder so ein paar mehr Themen für euch aufgefrischt. Das soll es von mir gewesen sein. Wir hören uns morgen zu den Highlights hier oder auf Bully Insight für noch mehr News. Bis dahin, Leute. Ciao.